der Tabellenführer der WM-Qualifikationsgruppe A, Frankreich, vor einem Heimpflichtsieg gegen Luxemburg. Antoine Griezmann und seine Jungs zu Gast im Stadio Municipal Toulouse, ausnahmsweise also nicht im Stade de France. Der Gegner, FIFA-Weltranglisten Nummer 136, Luxemburg. Genauso ging das Spiel auch los. Frankreich mit der Offensive und mit Antoine Griezmann. Am Donnerstag noch die Niederlande mit 4:0 bezwungen. Da hat Griezmann getroffen, stand durchaus in der Kritik. Hier eingesetzt von Mbappé, dem Neuzugang von Paris Saint-Germain für Griezmann, der hier scheitert. Weiter Frankreich, 17. Spielminute. Jetzt kam richtig Spielfluss mit rein. Und Luxemburg hatte Probleme in der Verteidigung vor die Beine von Sidi B, der aber ebenfalls scheitert. Und weiter, immer wieder Frankreich, bedeutend besser auf dem Weg zum 1:0. Das ist Antoine Griezmann, das ist Paul Pogba und jetzt musste es eigentlich passieren. Hat freie Bahn Pogba, der Mann von Manchester United. Und wie es dann immer so ist, wenn er vorne nicht fällt, dann hast du hinten ein paar Probleme. Das ist David Turpel. Riesenmöglichkeit für Luxemburg, klasse eingesetzt. Es war die einzige Möglichkeit im Durchgang Nummer 1. Der Mann von Düdelingen, der hier scheitert. Und dann wieder Frankreich. Mbappé hat den richtig guten Tag erwischt, musste auf der rechten Außenbahn ran und spielte sich hier durch. Und dann Joubert mit der Parade. Jonathan Joubert, 37 Jahre alt, zum zweiten Mal zurückgekehrt in die Nationalmannschaft Luxemburgs. Beide Torhüter Luxemburgs fehlten und dann hat er sich erneut entschieden, zurückzukehren in die Nationalmannschaft. Geboren in Metz, ein ganz besonderer Abend für ihn und das auch, weil er eine Riesenleistung zeigte. Griezmann mit dem Freistoß und erneut sind die Finger Jouberts dran. Ein typischer Griezmann-Ball und Joubert mit einer ganz, ganz wichtigen Parade. Ja, so langsam aber sicher. Es war Halbzeit in Toulouse. Frankreich musste etwas tun, um hier den Pflichtsieg einzufahren. 63. Minute, inzwischen doppelt ausgewechselt. Mbappé raus, dafür Lacazette drin. Hier Sidi B mit der Möglichkeit. Und erneut Jonathan Joubert. Sein womöglich letztes Länderspiel der Torhüter aus Düdelingen. Mit einer erneut klasse Parade. Und weiter Frankreich. Und sie wurden immer gefährlicher. Das ist Lacazette. Und noch nicht vorbei. Und Frankreich setzte nach und setzte nach. Es sollte einfach nicht reichen. Es war immer ein weißer Körper dazwischen. Wahnsinnig viel Verteidigungsarbeit und eine Energieleistung par excellence, die die Roten Löwen aus Luxemburg hinlegen. 77. Minute, das Stadion in Toulouse roch langsam, das könnte wirklich passieren. Zum ersten Mal seit 103 Jahren könnte Frankreich nicht gegen Luxemburg gewinnen. Lacazette, Coman inzwischen ebenfalls eingewechselt. Lacazette und wieder nicht. Und auch der Pfosten war luxemburgischer Staatsbürger an diesem Abend. Und dann die 79. Minute. Luxemburg auf dem Weg zur Sensation. Der eingewechselte Rodriguez. Und jetzt greift der Pfosten auch der französischen Nationalmannschaft. Der einzige Konter im Durchgang Nummer 2. Und dann war das wirklich vollbracht. Luxemburg holt einen Punkt in Frankreich. Zum ersten Mal seit 1914 verlieren sie nicht gegen die französische Nationalmannschaft. 15 Niederlagen in Folge. Und jetzt haben sie den 5. Punkt in der WM-Qualifikation. 45 mitgereiste Rote Löwen feiern zu Recht die Nationalmannschaft Luxemburgs. Frankreich 0, Luxemburg 0.